Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Wieder mal Yu-Gi-Oh! Jax Tech Force für die PSP. Das letzte Mal haben wir das Duell auf Zeit gegen Jayden gehabt und ich habe hier ja ein Sales-Deck gemacht, damit ich nochmal mit ihm reden kann, weil wir sehen ja, das Ausrufezeichen ist immer noch da. Vielleicht macht er nochmal so ein Duell. Danke für den heutigen Tag. Ernsthaft jetzt? Das war's? Okay. Hätte ich ein Sales-Deck gar nicht machen müssen. Ernsthaft jetzt? Ich kann nichts weitermachen? Ich wollte einfach nur danke für den super Tag. Yep. Okay, dann springen wir auf den nächsten Tag, beziehungsweise gucken mal, wie weit mit den Herzen jetzt bei Jayden ist. Moment. Bitte. Mal ins Zimmer. Ah, Gott. So. Liste der Duellanten. Was haben wir denn da? Ja, Stückchen hat es gegeben. Na gut. Dauert ja nicht mehr so lange, bis wir ihn voll haben. Zeitraffer. Ende des Tages. Ja, Tag beenden. Oh, eine E-Mail. Was bekommen wir denn? Oh, von Jayden eine E-Mail. Lass uns noch einmal ein Duell austragen. Okay, und wann? Der hat nochmal Bock auf ein Duell. Das ist doch schon interessant. Gehen wir mal direkt zu ihm und reden mit ihm. Hi. Schnarch. Sieh mal, Jayden, das ist Coron, schon auf den Beinen. Okay. Morgen, Tyranno. Moment, Tyranno ist zu dem Zeitpunkt doch noch gar nicht an der Duellakademie. Woher kennt er seinen Namen? Du redest ja wieder im Schlaf. Wer ist denn Tyranno? Sag ich doch. Worüber willst du reden? Duelle. Tja, das Übliche halt. Er hat dich ganz gut unterhalten. Okay. Schauen wir wahrscheinlich dann auch erst nach dem Unterricht. Gucken wir erstmal, dass wir zu Pharao. Oder dass wir Pharao holen. So. Weil dann können wir dann auch im Nachmittag, wenn wir dann im Nachmittag mit ihm normal reden können. Ich sollte ihm vielleicht das Sandwich geben und ihn nochmal anreden. So, hier kriegst du noch das letzte Tofu-Sandwich. Wir müssen auch unbedingt wieder Sandwiches holen. So. Können wir am Nachmittag wieder Jayden reden, wenn wir mit ihm reden können. Es kann sein, dass es dann direkt zum Duell kommt. So wie letztes Mal. Und dann bin ich mal gespannt, ob es irgendwie neue Duellregeln gibt oder sonst irgendwas. Oder ob das ein normales Duell wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wer ist denn alles da? Jayden Yuki? Ja. Cyrus Truesdale? Ja. Bastion Misawa? Anwesend. Oh, ich wusste gar nicht, dass du hier bist, Bastion. Der ist immer da, Cyrus. Ich bin immer hier. Okay, das hatten wir aber auch schon. Die heutige Lektion ist damit beendet. Einfach nur eine Anwesenheitskontrolle der Hauptcharaktere und das war's. Okay. Alexis, guten Tag. Oh, Coron. Wow. Oh, Pharao. Worüber willst du reden? Hobbys. Du bist genau die Person, nach der ich gesucht habe. Natürlich, Lexi. So. Gehen wir auf zu Jayden erstmal. Wo hocken wir rum? Im Laden. Immer noch. Okay. Strange Redo. Okay. Er wollte sich doch nochmal mit mir duellieren. Guten Tag, Jayden. Werde ich nochmal mit Ihnen? Hey, Coron. Ich habe gehört, die ersetzen Sandwiches durch Eis am Stiel. Nennen wir den Tag doch Eis am Stiel-Tag. Deine Originalität schockiert mich. Mama, das hast du doch gesagt. Hey, Pharao. Worüber willst du reden? Duelle. Ich habe gerade gedacht, dass ich mit dir reden will. Natürlich hast du das. Ihr habt euch super unterhalten. Dann hole ich mir erstmal ein Sandwich. Möchtest du ein Sandwich? Nur 50 DP pro Stück. Natürlich.
alles blöde Sandwiches. Ich will entweder ein normales Sandwich, was meine Karte gibt, oder ein goldenes Eier-Sandwich. Oder war ein normales Sandwich. Yes! Einfaches Sandwich. Da war eine Karte in dem Sandwich. Amorskus. Wenn das ausgerüstete Monster ein anderes Monster mit einem Jungfer macht. Bin in der Aufnahme, Bro. Mein Bruder wollte wahrscheinlich gerade was von mir. Muss er sich noch 10 Minuten gedulden. So. Na gut. Gucken wir uns mal an, was die Karte kann. Klick Menü. Deck bearbeiten. Sah aber jetzt nicht allzu gut an, da ist sie ja schon. Wenn das ausgerüstete Monster ein anderes Monster mit einer Jungfernmarke darauf angreift und derjenige das ausgerüstete Monster kontrolliert, Kampfschaden abbekommt, dann übernimmt er die Kontrolle über das Monster, das Schaden an den LP des Spielers gemacht hat, am Ende des Damage Steps. Aha. Das ist von, wie hieß sie jetzt nochmal? Oh Gott. Die zuerst in Zane verknallt war und jetzt in Jaden. Ich habe ihren Namen vergessen. Na gut, dann machen wir erstmal ein normales Duell gegen... Nein, nicht gegen Sally, gegen Jaden. So. Duell. Willst du ein Duell? Dann lass mal sehen. Natürlich will ich ein Duell. So. Bin mal gespannt, was mein Bruder eigentlich von mir wollte. Du weißt eigentlich, dass ich hier die Uhrzeit aufnehme. Machen wir das Duell und dann sollte es eigentlich auch schon für die Folge reichen. Auf geht's! Denn. Ja. Nicht so eine knorke Hand. Könnte besser sein. Ist aber eigentlich ganz okay. Kann halt 1750er First Run. Nett. Hoffen wir mal, dass er keine Sakuretsu verdeckt hat. Schwerer Sturm wäre ganz nett. Top Deck hier geht auch. Dann ziehen wir erstmal zwei Karten. Vielleicht kriegen wir ja noch was Gutes. Schwarze Anhänger. Das ist natürlich super. Dann kommen wir auf jeden Fall. Ups. Kommen wir auf jeden Fall über Clayman rüber. Wenn er denn Clayman liegt. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist. Er spielt sie schließlich dreimal. So, direkt eskalieren mit schwarzer Anhänger. Bam. 2250. So muss das sein. Attacke. Und da kommt die Sakura-Rüstung. Schade um unser Monster, aber 500 Schaden kriegt er halt trotzdem. Und selbst wenn er gleich ein krasses Board oder sowas aufbauen sollte... Wir haben ja noch Bavoku und im nächsten Zug können wir einfach schwarzes Loch nutzen, was ich wahrscheinlich auch tun werde. Weil es sich da ein bisschen besser lohnt. Klar, ich hätte es auch jetzt schon machen können, aber was hat das denn für einen Sinn? Weil ich wusste, dass er wahrscheinlich Sakuretsu-Rüstung hat. Da kommt die Bestinatrix. Und was hat er verdeckt? Avian! Huiuiui. Keine Poli? Scheinbar nicht. Ja, den Schaden kann ich nehmen. Das sind nur 2200, das ist nichts. Es wäre jetzt schlimmer, hätte er seine Wolkenkratze auf dem Feld, dann hätte ich die auf jeden Fall jetzt lange weggehauen. Oder käme er effektiv über alle meine Monster rüber. Deswegen. Totenkopfschiff. Soll ich erst die spielen oder die? Zuerst mal schwarzes Loch, damit die beiden weg sind. Weil. Wenn er eine Poli nachzieht, haben wir halt einen Flammenflügelmann auf dem Feld und das wäre uncool. Deswegen machen wir sie erstmal weg. Ich weiß jetzt nicht, ob er Dunkle Fabrik der Massenproduktion spielt. Deswegen weiß ich nicht, wie viel uns das bringt, aber so können wir wenigstens gemütlich direkt angreifen. Und selbst wenn er ein Heldensignal da verdeckt hätte, was sogar recht wahrscheinlich ist, haben wir die somit auch umspielt. Zumindest für diesen Zug. Ah, Gott. Oh, und da kommt der schwere Sturm. Okay, ich würde gerne Vaboku drauf anketten.
Damit du gar nicht erst auf dumme Gedanken kommst. Dann bin ich mal gespannt, wie viel ihm der schwere Sturm dann bringt. Boah, das war tatsächlich ein Signal. Also war das sehr dumm, dass er das gemacht hat. Na, egal. Und da hat er jetzt auch die Poli. Aber unwahrscheinlich, dass er jetzt zwei passende Monster auf der Hand hat. Ja, sag ich doch. Hoffen wir einfach mal, dass das keiner der Krüge ist, weil er spielt einmal Zauberdose und einmal Verwandlungskrug, deswegen setze trotzdem Albtraumpinguin mal. Warum das jetzt Umi weg ist, macht für mich eigentlich keinen großen Unterschied. Mein Totenkopfschiff hat so oder so keine Tech-Boost durch die gekriegt. Es ist schade um meine Seeschlange, weil die hätte einen Boost davon bekommen. Und mein Pinguin halt auch, mein Albtraumpinguin. Ah, ist jetzt nicht so schlimm. Oh, ich bin gerade am überlegen, dass ich vielleicht nochmal ein Pinguin-Deck oder sowas mache. Vielleicht mache ich auch Pinguin-Support-Karten mal. Bock hätte ich. Vor ein paar Monaten ist ja eine Pinguin-Karte, Pinguin-Support gekommen. Also ein Synchro-Monster, kam mal raus. Aber wie viel das genau mit den Pinguinen eigentlich zu tun hat, keine Ahnung. Also Pinguin ist zwar ein Arch-Type, aber es hat innerhalb des Arch-Types halt nicht so viel Synergie. Es sind halt überwiegend irgendwelche Monster, die sich flippen wollen oder sowas. Und dann auch nicht alle, die dann halt irgendwie Monster auf die Hand zurückschicken und sowas. Also im Prinzip wie früher Sphinx, nur dass es glaube ich teilweise sogar noch schlechter ist als Sphinx. Weil die Pfingstmonster haben halt noch einen Vorteil, dass sie meistens irgendwie eine gute Defense haben oder sowas. Klar, es sind zwar Tributmonster, aber man kann die trotzdem relativ einfach aufs Feld kriegen. Vor allem mit den heutigen Feld-Support-Karten. Möbius, der Frostmonarch. Brauche ich eigentlich nicht. Ich habe meinen Albtraumpinguin. Der kann nämlich auch Backrow bouncen. Und tschüss. So. Ja, dann spielen wir mal für die Jungfrau des Wassers in den Angriffsmodus und hat sie es schon. Zack. Dank Albtraumpinguin sind auch noch alle geboostet. Setzen wir ihn mal auf 0. Hat sich das schon mit dem Duell. Und zack, back. Never come back. So, das war's dann mit dem Duell. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es gebracht hat und meine Nase blutet. Yay. Aber nicht krass. Ich hab verloren. Lass uns nochmal spielen. Nein. Ich gucke erstmal, wie lange die Folge schon geht. 13 Minuten erst. What the fuck? Ich dachte, die ging schon. Geht schon länger. Ah, gut. Dann gehe ich einfach direkt zum nächsten Tag rüber. Gehen wir einfach zum nächsten Tag direkt. Für ein Duell reicht das wahrscheinlich in der Folge nicht mehr, deswegen lasse ich das. Deswegen würde ich... Hallo, lass mich laufen, danke. Darf ich jetzt? Danke. So. Einfach direkt zum nächsten Tag springen. Ende des Tages, danke. Tschüss. Und es ist Freitag. Apropos, ich kann noch mal auf den Kalender gucken. Da, wann ist eigentlich das nächste? Okay, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Klar, Samstag ist, meine ich. War das Samstag oder Sonntag, wo das Tech-Tag war? Erst am 6. ist eine nächste Prüfung. Gewählt unter Vertreter. Internalistic. Also, es kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. So. Also wenn wir Jaden mit den Herzen voll haben, können wir eigentlich sehr viel schneller voranschreiten. Ich hole mir erstmal nochmal Pharao. Pharao, lass mich. Nein! Oh. Ich hoffe, Pharao steht da noch. Das ist ein bisschen nervig. Wieso muss Pharao ausgerechnet da stehen? So, jetzt. Ah, gut. Wir nehmen das einfache Sandwich. G.
geben. Wobei das einfache Sample Tray jetzt besser gewesen, wenn ich das Jane gegeben hätte, der fährt darauf ab. Egal. Zack. Gehen wir noch einmal mit Jaden. Gehen dann zum Unterricht. Und dann nochmal mit Jaden reden. Was? Hör mal, Crow, gib nicht auf, bevor du gezogen hast. Stell einfach dein bestes Deck zusammen und du kannst den ohne Bedenken was von Latz knallen. Ja, das kennen wir schon. Okay. Ja, natürlich hat er das im Schlaf gesagt. Miau. Hey, Pharao. Worüber willst du reden? Duelle natürlich. Worüber denn sonst? Cool. Ihr habt euch super unterhalten. Reden wir noch mit Cyrus. Wieso nicht? Guten Morgen. So. Genau zu dir wollte ich. Natürlich wolltest du das. So. Reden wir mit ihm und mit ihm. Hör mal, Kron, jeder hat seinen eigenen Zeitplan. Je nach Tageszeit kannst du vielleicht nicht denjenigen finden, den du gerade suchst. Vergiss das nicht. Wieso bist du so sauer? Ich möchte mal ein paar Gerüchte hören. Gerüchte, was? Wo ist Princeton? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Wo ist denn Chess? Stimmt, Chess ist tatsächlich weg. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so. Doch, natürlich ist er weg. Der hat ja das Duell gegen die Sauer verloren und danach ist er ja abgehauen. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch noch ein Event kommen mit. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Dann gehen wir einfach mal in ein Klassenzimmer und gehen dann einfach direkt in den Unterricht. Reden. So, ja. Gegen Leisheit sollten wir vielleicht auch mal spielen. Ah ja, eigentlich auch Bock. Cyrus, was braucht man in einem Duell? Ich weiß es, Kanzler. Respekt für den Gegner. Richtig. Respektiere deinen Gegner und respektiere dich selbst. Ja, Sir. Also ich hätte jetzt gesagt Karten, weil ohne Karten kann man sich nicht duellieren, aber Respekt ist eigentlich auch ganz gut. Die heutige Lektion ist damit beendet. Okay. Weil Alexis gerade hier so schön steht, rede ich mit ihr auch noch kurz. Wie nützt die heutige Lektion oder musst du nachsitzen? War nur Spaß. Natürlich, Alexis. So, reden wir mit dir auch mal über Duelle. Yay, ihr habt euch super unterhalten. Ich weiß, natürlich haben wir uns super unterhalten. Ich bin ja natürlich auch der King. Nee, weil man der Lord bin ich. Was auch immer. So, nach meinem Jane reden. Hey, Caron, ich habe gehört, dass die am Sandwich-Tag Sandwiches mit Schokolade haben werden. Nennen wir sie Schokoladen-Sandwiche. Das ist ja voll originell. Hey, Pharao, worüber willst du reden? Duelle natürlich, was denn sonst? Natürlich willst du mit mir reden. Ich hab dich super unterhalten. Und dann hole ich mir bei Sally noch ein paar Sandwiches. So, möchtest du ein Sandwich? 50 DP pro Stück? Natürlich. Gib mal her. Und nichts Interessantes. Schade. So, ganz schnell nochmal. Ja. Danke, bitte ein goldenes Eier-Sandwich. Nee, leider nicht. Nimm mal das Karotten-Sandwich. Ah, Gott. Komm schon, goldenes Eier-Sandwich. Nope, aber war da noch mal ein Karten-Sandwich? Nein, war da nicht. Nein, zu viel. Das Tofu-Sandwich kriege ich irgendwie am meisten. da war das goldene Eier-Sandwich. Nein! Zu früh! Nein! Jetzt habe ich das goldene Eier-Sandwich nicht bekommen. Kann ich es noch bekommen? Ich würde immer sagen, dass ich es noch bekommen kann. Nein, aber das ist ein normales Karten-Sandwich. Ah, fuck, zu spät. Ich bin echt nicht gut in dem. Egal, jetzt habe ich wieder ein paar Sandwiches und gehen wir direkt. Nein, nicht Dolphy, Jaden. Danke. Gegenstände. Hier kriegst du mal ein Schinken-Sandwich. Ich kann dieses Sandwich haben. Hey, besten Dank auch und so. Ja. Schinken-Sandwich, nicht übel, danke. Oh, das hat nichts mehr gebracht. Okay, dann kann ich
erstmal nicht mehr steigern. Das heißt, wir springen direkt zum nächsten Tag. Wo dann wahrscheinlich auch wieder ein Tech-Duell-Tag kommen wird. So. Oder kommt der Sonntag? Ich weiß, ich kann mir das einfach nicht merken. Und mir los. So. Samstag. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Oh. Ups. Ah, okay. Wir sind wieder ausgewählt worden. Cool, dann holen wir uns doch direkt die 1000 DP. Wieso nicht? Und der Tech-Duell-Tag ist tatsächlich erst Samstag. Oh, cool. Pharao ist direkt hier unten. Das ist perfekt. Hier nehmen wir das Marmeladen-Sandwich. Wow. So, Jaden. Ich komme, um mit dir zu reden. Oh, hi, Coron. Erzähl mal, Coron. Stehst du auf Helden? Wer steht denn nicht auf Helden? Aber voll, Mann. Die sind ja sowas von cool. Boah, hat mir geantwortet. Als ich klein war, wollte ich unbedingt ein Held sein. Einmal, als ich noch klein war, da gab es so einen Malwettbewerb für Karten. Ah, jetzt redet er über die Verpuppkarten bzw. den Neo-Weltraum. Ich habe einen Helden gemalt und das Bild eingeschickt. Das war Elemental Neos. Was wohl daraus geworden ist? Ja, das ist eine Anspielung, dass das auch noch irgendwann in Zukunft kommen wird. Das kommt aber, meine ich, erst in der zweiten Staffel. Das heißt, es kommt, glaube ich, erst im zweiten Teil ran. Also in Tech Force 2. Deswegen. Ups. So, gehen wir einmal Klassenzimmer kurz. Holen wir uns direkt die DP. Hi Dean, guten Tag. Gib mir die 1000 DP. Uhu, danke. So, und dann gucke ich nochmal, wie viel. 22 Minuten, das passt doch perfekt im Mundo. So, dann gehen wir mal kurz hier raus. Und dann speichere ich direkt. So. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von sehen wollt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut auch gerne bei uns im Discord vorbei. Link in der Videobeschreibung und ich sag dann ciao, bis zum nächsten Mal.